Guten Tag, liebe Leute. Ich weiß, es ist heute ein komischer Tag. Denn gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht genau, sind zwei Videos rausgekommen mit einem komischen Titel und eigentlich vollkommen komplett falschen Paarzahl. Ja. Nee, jetzt mal ernsthaft. Hallo und herzlich willkommen erstmal zurück bei The War Z. Ich werde, denke ich mal, nicht sonderlich lang aufnehmen können. Gleich bekomme ich nämlich Besuch vom lieben Herrn Gronkh. Nein, stimmt ja gar nicht. Entschuldigung, war eine Lüge. Nein, also jetzt mal erst erfahren, eine Lüge. Mann, meine Tastatur spinnt momentan so ein bisschen. Es hat immer wieder Aussetzer, muss ich mal unbedingt die Batterien wechseln. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Ich hatte eine Fail-Aufnahme, hat man vielleicht, also wenn einer von euch die beiden Parts da gesehen hat, oder einen der beiden, dann weiß er, dass das Spiel hier momentan ruckelt, warum auch immer. Nein, und vor allem hat man es gehört, dass ich so im Hintergrund so gesehen, so irgendwie so voll weit weg so geredet habe, irgendwie so komisch. Das war vermutlich noch nicht mal so schlimm wie da. Es klingt wirklich so, als hätte ich mit einem anderen Mikrofon aufgenommen, aber ich habe hier kein anderes Mikrofon. Und mich stört gerade so ein bisschen, dass es die ganze Zeit ruckelt. Und darum werde ich jetzt einfach nochmal eine kleine Pause einlegen. Ja. Ja, dann bis gleich. Ich sagte bis gleich. Na gut, dann nehme ich halt jetzt nochmal auf. Habe jetzt gerade nichts verändert. Hatte eigentlich vor, noch ein paar Hintergrundprogramme zu schließen, aber gut. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt erstmal nicht. Einfach mal schauen, ne? Wie es jetzt vielleicht weiterläuft. Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin hier. Stimmt, ich hatte ja vor, zum Airport zu gehen, fällt mir gerade wieder ein. Nee, aber wie gesagt, ich hatte da irgendwelche komischen Soundprobleme. Ist ein bisschen komisch gewesen. Ich verstehe, wie gesagt, immer noch nicht warum. Naja, ist auch egal. Übrigens, ab dieser Folge hier, ich glaube, das schreibe ich aber noch bei allen irgendwie so als Bemerkung oder in die Beschreibung rein. Wer jetzt mit War Z spielen will, bitte nicht in die Kommentare mehr schreiben. Das wird zwar dann auch nicht irgendwie mit Blog oder was weiß ich gemacht, das ist, muss ich nicht machen, das ist mir egal. Aber es wird dann so sein, ich werde euch dann einfach nur noch antworten, bitte schreibt mir einen Namen, bitte schreibt mir die ein PN mit deinem Skype-Namen. Und dann werde ich euch halt da enden, weil, naja, ist halt so, ne? Nee, eben nicht. Was laber ich denn hier? Total falsch. So war es bis zum heutigen Tag, so gesehen. Aber jetzt würde es so gesehen so laufen. Ihr edit mich einfach mit Betreff War Z, ne? Bei Skype. Ne? Aber jetzt nicht unter Mr. High 54 oder so. Dann werdet ihr zwar auch für mich, aber das, da werde ich niemanden annehmen. Weil das ist so gesehen mein Privataccount. Ja, und wie gesagt, werde ich halt einfach niemanden annehmen. Aber ihr könnt mich ruhig unter Hubert Schubert 1, ja, warum Hubert Schubert 1? Hubert Schubert war schon belegt von irgendjemanden. Darum dachte ich mir halt, hey, Hubert Schubert 1 geht auch noch, ist nicht schlecht. Klingt zwar nicht so doll, aber naja, wenn es halt nun mal so ist. Ja, bin ich der Einzelne? Nee, dachte gerade schon. Ja, wie gesagt, also da bitte dann drunter adden und bei Skype unter Hubert Schubert 1. Steht auch nochmal, denke ich mal, in der Beschreibung drin, werde ich da reinpacken. Und wie gesagt, in den Betreff einfach The War Z oder War Z schreiben. Dann weiß ich Bescheid. Ich bin da zwar nicht sonderlich häufig on, da ich halt, gerne auch alleine aufnehme, sagen wir es so. Natürlich bald werde ich mal in einer Gruppe aufnehmen, beziehungsweise so zu zweit, also ist ja noch keine Gruppe. Könnte man sagen, es ist halt eher ein kleines Team oder was weiß ich, ne? Aber ja, ne, können wir warten eigentlich schon, dass sowas kommt bald.
oder irgendwann, sagen wir lieber irgendwann. Bald ist immer so eine relative Sache, weil bald, dann sage ich, ja, bald kommt das und das und dann, ja, dauert das irgendwie 2 Monate oder so und dann heißt es, ja, Alter, bald hast du gesagt, bald. Ne? Ja, und dann bin ich der Gearschte, könnte man sagen. Naja, ich hoffe, dass es jetzt klar ist, ansonsten, wenn jetzt immer noch zu viele Leute irgendwie einfach hier so anfragen, also jetzt ab diesem Video hier vor allem, dann werde ich einfach dazu nochmal ein richtiges Erklärbär-Video zu machen. Mann, was geht denn gerade mit meiner Stimme ab? So, wie gesagt, also da werde ich dann nochmal so ein bisschen erklären, wie das abgeht und so. Und so viel kann ich euch auch schon mal sagen, die WASI-Aufnahmen werden willkürlich durchgeführt. Das heißt also, ihr müsst nicht unbedingt Yay. Warte mal. So. Okay. Okay. Auch wenn mir gerade der Name nicht so sondern nicht gut gefällt. Aber wie gesagt, also ich nehme mal tagsüber auf, mal nachts. Also es ist vollkommen irrelevant, wann ich aufnehme, so gesehen. Und ihr werdet dann halt irgendwann, kriegt ihr vielleicht dann eine Nachricht so nach dem Motto, hey, Alter, hast du gerade Zeit? Willst du mit aufnehmen? Und wenn er dann sagt ja, dann nimmt er halt mit auf. Wenn er dann sagt nein, dann werde ich eure IP-Adresse herausfinden und euch nachts umbringen. Nein, Spaß, also ich werde da dann ja nichts machen. Ich werde euch dann irgendwann vielleicht nochmal an, also vielleicht in Anführungsstrichen, ich werde euch natürlich dann ich werde euch dann natürlich nochmal anschreiben, aber dann vielleicht erst eine Woche später oder was weiß ich. Naja. Ich muss mich halt jetzt auch erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, dass die Leute mit mir spielen wollen, könnte man sagen. Ist ein bisschen ungewohnt. Entschuldigt wegen der Stimme, ich bin so ein bisschen erkältet. Mann. Aber naja. Boah, Leute, einen Moment mal. So, jetzt geht's wieder. Ah, oh, Gott. Ich hasse das so, wenn meine Stimme irgendwie so kratzig ist oder so. Naja, was ja immer noch das Schlimmste ist für einen Let's Player, ist echt eine Krankheit, so eine Erkältung oder so. Und Mann, warum lag's jetzt wieder? Das lief doch gerade so gut. Naja. Fausthammer. Guten Tag, Fausthammer. Ich hab hier oben, Entschuldigung, wo ist es denn? Da ist es. Da ist es ja unser Wortschatz, ne? Habe ich gestern ein Buch zufällig bei meiner Mutter gefunden. Unser Wortschatz, gelesen von dem Rührer. Wer jetzt den Rührer nicht kennt, der sollte sich bitte mal meinen Amnesia-LP anschauen. Ich kann euch aber so viel versprechen, dazu wird eindeutig was kommen. Zum Rührer und unserem Wortschatz. So. Das ist, freue ich mich schon sehr drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da schon richtige Visionen. Und bitte nehmt das dann nicht so ernst mit dem Rührer. Das ist, einfach nur ein random Video, was hier drauf kommen soll. Auf diesem Kanal. Genauso wie eventuell irgendwann ein random Let's Play gestartet wird, also ein Let's Play, was einfach überhaupt keinen Sinn macht. Nein, nicht Minecraft. Oh, der war eigentlich läppsch. Aber gut. Wie gesagt, also da werden eventuell mal Let's Plays kommen, von denen ihr euch denkt, so, was, warum macht er das? Warum soll, was, warum? Das kommt dann einfach mal so, just for fun, weil ich irgendwie gerade Bock drauf hatte. Also nicht wundern, wenn ihr plötzlich irgendwie so ein Trash-Game oder so habt. Also in eurer Abo-Liste habt. Nein, der Mister heißt nicht
verrückt geworden. Das sind dann halt so Spiele, die man in Anführungsstrichen runter machen kann, weil es ja total bescheuert ist. Das Spielprinzip jetzt beispielsweise. Zum Beispiel World of War. Nein, Spaß beiseite. Ich finde World of Warcraft zwar langweilig. Ja, ich habe mal die Demo da gespielt, da diese 20 Level, die man dann so machen kann, weil ich es halt einfach mal ausprobieren wollte, wegen hier der Mist von den Pandaren da. Nein, also Mist auf Pandaria wollte ich halt mal ausprobieren. Und das habe ich dann auch mal gemacht, wie gesagt, bin bis Level 11 oder 5, 11 oder 15, genau, 11 oder 12 gekommen. Danach hatte ich keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin. Das war mir persönlich so langweilig, da die ganze Zeit auf die Maus zu kloppen. Warte mal, das mache ich hier doch auch. Und hier passiert irgendwie noch was Spannendes, was Witziges und alles. Und nicht einfach nur irgendwie so dieses...